Guten Morgen, meine Lieben. Es ist 8.52 Uhr, der 30. Januar und ich bin auf dem Weg zur Glow Convention nach Bochum. Ich hole jetzt meine Freundin ab. Ich habe mich eine halbe Stunde verspätet. Ich bin immer noch in der Zeit, aber bin eine halbe Stunde später als geplant bei meiner Freundin. Und zwar lag das daran, dass ich mein Handy gesucht habe. Das heißt, ich konnte ihr nicht mal schreiben, dass ich zu spät bin. Ich habe einfach mein Handy gesucht. Und ich werde euch heute den ganzen Tag mit auf die Glow Convention nach Bochum nehmen. Alles für euch vloggen und euch ganz viele tolle, coole Sachen zeigen und ganz viel Kosmetik. Und ja, ich bin selber sehr gespannt. Ich war noch nie da. Das ist das erste Mal, dass die Glow Convention nach Deutschland kommt. Heute ist die Premiere und Eröffnung. Ich bin sehr gespannt und wenn ihr sehen wollt, was ich heute so erlebe, seid mit dabei. Ach, der Regen, ne? Der macht einem ja mal richtig einen Strich durch die Rechnung. Dankeschön, tschüss. Lächeln. Hallo. Wir sind jetzt da und ich parke mal direkt hier. Ist mir scheißegal, wenn ich mich da reinquetsche. Ich werde nicht bis dahin durchlatschen. Ah, warte mal, ist noch besser. So, Celine ist heute meine Kamerafrau. Kannst du dich auch mal zeigen, wie schön du bist? Komm, ich filme später, dich mal. Später, juhu. Okay. Später. Aber die wollen wissen, wer hinter der Kamera ist, ne? Sonst reden die mit Miss Unbekannt. Oder schauen sich Miss Unbekannt an, wie sie filmt. So, wir sind jetzt angekommen in Bochum. Einfach mal eine halbe Stunde zu spät. Ist nicht weiter schlimm, oder Celine? Nee, auf keinen Fall. Alles noch im Rahmen. Warum lachst du so? So, mein Geld. Ich mache Augenbrauen mit Farben. Willst du machen lassen? Nein. Und ja? Ich habe schon gestern. Aber cool, Rosenwasser. Ja, das ist bestimmt Tärchen, ne? Richtig gut. Ich glaube, ich lasse mir auch mal die Augenbrauen machen. Komm, sag mal, geh. Komm, ich verfolge dich ein bisschen. Das brauchen wir. So eine Massage. Ich war jetzt gerade am Hanadi Beauty Stand. Den Hanadi auch getroffen. Und wir haben zweimal Fotos mit dir machen dürfen, weil wir erstmal einen technischen Fehler hatten. Das lag nicht an meiner Kamerafrau. Danke, das lag an der Kamera. Und dann sind wir ein zweites Mal dahin. Und die ist sehr, sehr lieb. Muss ich echt zugeben. Hat mir auch ein Kompliment. Die ist neu, die Mann. Oh, wir sind mit Benefit. Richtigste. Benefit eins der wichtigsten Marken. Cool, die werden alle geschickt. Wir sind jetzt gerade bei Benefit. Ich liebe Benefit. Die haben auch sehr, sehr schöne Eyebrow Kits. Habe ich auch heute benutzt. Hallo! Wird ein Tutorial. Wir werden schon beobachten. Ah, cool. Wenn wir nicht so geschminkt wären, hätten wir uns auch mal schminken lassen, ne? Aber nein! Einmal bitte im Malkasten fallen. Wirklich so viel überlegen, einfach machen. Nicht überlegen, ob es, sondern wirklich machen, weil hinterher bereust du es, dass du vielleicht zu viel überlegt hast. Ich kenne so viele wunderschöne Leute, Mädchen, die voll viel Potenzial haben, aber sich vielleicht nicht trauen. Deswegen würde ich wirklich einfach sagen, selbst wenn die Leute reden, selbst wenn es nicht perfekt ist, machen. Das ist ganz gut. Ganz toll. Schön, guck mal deine Videos. Danke.
Dankeschön. Was machst du noch hier? Bist du dran hier? Ja, ich mache mal hier. Ich bin gleich noch ein paar Kandidaten. Und ich laufe noch ein bisschen rum. Und dann können wir uns noch ein bisschen rum. Ah, okay, super. Ja, wie heißt denn Channel? Ich gebe dir die Hand. Ich wurde auch dabei. Okay, cool. Ich wünsche dir einen Abend. Ja, Spaß. So, ihr Lieben, es ist, meine Uhr geht 10 Minuten vor, nach 10 nach 1. Wir sind immer noch auf der Globe Convention in Bochum. Hier ist mächtig viel los, ganz viele Make-up-Stände, ganz viel Make-up. Man wird auch schön geschminkt, man kriegt Testprodukte mit. Man kann nicht überall was kaufen, einige Stände bieten das gar nicht an, aber zum Beispiel bei Hanani Beauty hat sie eine Wimpern gekauft. Und ich habe auch schon mit Hanani Beauty gequatscht, ich habe auch schon mit Sammy Slimani gequatscht und beide sind sehr, sehr nett. Hier ist auch ordentlich was los. Wir warten einfach noch auf unser Meet and Greet. 14.30 Uhr oder 15.30 Uhr, ich weiß es gar nicht genau, kommen so die ganz großen YouTuber, mit denen wir auch so ein bisschen quatschen können und Fotos schießen können. Und wir beide sind mächtig am Verhungern und gucken jetzt erstmal, ob wir was zu essen herkriegen können. Kommt mit! Das nimmt er mir nicht mehr Produkt raus, sondern ich kann damit die Oberfläche leicht machen und Übergänge schaffen. Das heißt, ich gebe ihn hier nochmal einmal in so einer leichten Abrundung. Immer wieder drüber, unter dem Auge mit der Spitze komme ich von links zack, nach rechts bis unten rein. Gehe hier nochmal an der Nase und arbeite hier wirklich die Haut so gleichmäßig, wie es auch nur geht. Wichtig auch immer hier stärkt und ausgeglichen wird. Also Sie können Linien auch von außen, gerade um die Lippe herum mit Make-up bilden. Ja. Ich war so eine, die wirklich so richtig viele gemacht hat. Also, am Anfang habe ich teilweise so 3 Videos die Woche hochgeladen und so. Das ist auch nice. Ja, da waren die natürlich auch so verliebt. Jetzt versuche ich immer noch eins. Kein Scheiß. Schön. Das freut mich. Liebe Grüße an Sir Glory. Yay! Ich wünsche dir noch viel Spaß. Danke schön. Und ganz viel Fotoknipserei. Schau mal, ob ich dann was mache. Okay. Es ist 6:30 und ich bin endlich wieder zu Hause in Köln. Ja, mein Resümee zum heutigen Tag. Die Glow Convention war sehr interessant, auch weil es das erste Mal war, dass sie jetzt hier in Deutschland war. Es war sehr, sehr lustig, auch mit meiner Freundin, was wir da so erlebt haben. Wir haben viel gelacht. Da war sehr, sehr viel los. Da waren auch sehr viele bekannte YouTuber. Nur, was ich so ein bisschen schade fand, da war halt so ein bisschen wenig an Make-up-Ständen. Also es waren vielleicht 7 oder 8 verschiedene Make-up-Firmen. Und es war halt ziemlich voll, ne? Und also wenn man sich was angucken wollte oder kaufen wollte, da musste man wirklich eine Stunde anstehen. Und wir haben sehr lange für die Carly Bible Palette angestanden. Und als wir dann endlich dran waren, hieß es, die ist ausverkauft. Das hat mich ziemlich geärgert. Aber man kann sie jetzt auch im Internet bestellen. Von daher werde ich sie mir, denke ich, online bestellen. Der Bühnen-Act-Bereich, der war immer rappelvoll. Man musste wirklich sehr lange anstehen, um überhaupt da reinzukommen. Das haben wir dann auch erst gar nicht probiert. Aber wir haben wirklich viele bekannte Gesichter getroffen. Ich muss sagen, Hanani Beauty ist sehr, sehr lieb. Sie hat so eine positive, süße, ein bisschen schüchterne Art, nimmt sich aber sehr viel Zeit für ihre ganzen Fans und Abonnenten. Und Sami Slimani ist auch sehr lieb. Tali Kondio, nochmal ein Shoutout an dich. Du warst so wunderschön und lieb. Alles in allem war es eine Erfahrung wert. Man hat viele tolle Leute getroffen. Es war
trotzdem sehr voll. Essen konnte man halt ein paar Muffins und Pommes und Wraps. Das war auch okay für den Hunger zwischendurch. Ich habe mit vielen von euch auch da gequatscht. Man hat einige von euch getroffen, die auch sehr, sehr süß waren. Und ja, zu dem Wetter muss ich sagen, wir haben nicht das beste Wetter erwischt. Es war sehr verregnet. Ich bedanke mich nochmal sehr, 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 sehr doll an das Glow Convention Team für die netten Goodie Bags, die ganzen tollen Produkte, die wir bekommen haben und die ganzen netten, interessanten und auch bekannten Gesichter. Und ja, ich würde sagen, vielleicht auf ein weiteres Mal der Glow Convention. Ich hoffe, der Vlog hat euch ganz, ganz doll gefallen. Vergesst nicht, das Video zu liken, meinen Kanal zu abonnieren und ich habe euch lieber. Ciao, lieb.